Im westlichen Teil der Zagreber Gespanschaft zwischen sanften Hügeln, die mit Wäldern und Weinbergen bedeckt sind, liegt das Touristenziel Sava-Sutla-Tal und Hügel. Entdecken Sie wunderschöne kleine malerische Orte, umgeben von Wiesen, Feldern, Weinbergen und Wäldern. Im Grenzgebiet zu Slowenien befindet sich das schöne Brdovec, bekannt für das elegante Schloss Januszewec, das als eines der schönsten klassizistischen Schlösser Kroatiens gilt und auch ein Denkmal der Kategorie 0 ist. Das elegante Schloss liegt am Hang über dem Savatal und zieht mit seiner Schönheit die Blicke auf sich. Wichtig ist auch das Schloss Vranicani in Laduč, das für seinen weitläufigen englischen Park mit Teich an der Nordseite des Schlosses und bis heute erhaltenen französischen Garten an der Südseite bekannt ist. Dubravica ist ein Ort, der nach dem Eichenwald Dubrava benannt ist, der sich in einem Teil des fruchtbaren Sutla-Tals und in einem anderen zwischen den schönen Hügeln befindet. Die Kirche der Heiligen Anna wurde 1842 im spätbarock-klassizistischen Stil erbaut, mit einem rechteckigen Kirchenschiff und einem Glockenturm mit einer barocken Zinnbirne über der Fassade. In der Nähe der Kirche befindet sich ein wertvolles Kulturdenkmal, die Alte Pfarrei, ein hölzernes Denkmal der Kategorie 0, über 300 Jahre alt und einzigartig in diesem Teil des Landkreises. Botanisches Sonderreservat Dubravice Cret ist einer der wenigen Lebensräume, in denen der insektenfressende, rundblättrige Sonnentau noch wächst, die einzige Art dieser Gattung, die in Kroatien wächst. Maria Gorica liegt zwischen Brdovec und Dubravica. Als besonderes Juwel des Kulturerbes ist die barocke Kirche der Heiligen Jungfrau Maria, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde und nach der die Siedlung benannt wurde, in Maria Gorica besonders sehenswert. Die Natur dieser Gegend ist magisch und der Stolz dieses Reiseziels sind die Winzer, die sie mit einer Tour durch die Weinberge und einer Weinprobe besuchen können. Winzer arbeiten sehr verantwortungsbewusst und gewissenhaft in ihren Weinbergen und Kellern, was sich von Jahr zu Jahr mit besseren Ergebnissen bei der Weinbewertung zeigt. Die in den Weinbergen vertretenen Sorten sind vielfältig und am stärksten vertreten sind Graschewiner, Rheinriesling, Chardonnay, Grüne Veltliner, Sauvignon, Weißburgunder, Grauburgunder, Blaufränkischer, Cabernet und andere. Wege durch Weinberge und Hügel sind ideal zum Mountainbiken. Echte Abenteurer müssen nicht beweisen, was für ein Vergnügen es ist, in die Pedale zu treten, um schöne Landschaften zu erleben. Radfahren auf Bergstraßen ist eine Attraktion für sich. Frische Luft, Naturverbundenheit verleihen diesem Abenteuer einen besonderen Reiz. Wenn Sie in Ihrem eigenen Tempo fahren, können Sie eine Pause einlegen, um magische Fotos zu machen. Bisher wurden 3 Rastplätze für Radfahrer mit dazugehörigen Überdachungen fertiggestellt, die mit einem Tisch und Bänken ausgestattet sind und somit ein idealer Ort für kleinere Zusammenkünfte sind. Wenn Sie kein Fahrradfan sind, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf sanften Hügeln im Gelände zu reiten. Es ist ein besonderes Erlebnis, durch Weinberge und Wälder zu reiten. Reiten ist ein Erlebnis, das mit Worten kaum zu beschreiben ist. Wenn Sie noch mehr Abenteuer wünschen, empfehlen wir Ihnen Rafting auf der Sava, das Sie sicherlich genießen werden. Wenn Sie die Atmosphäre eines ländlichen Anwesens suchen, das seinen Gästen eine breite Palette von Einrichtungen von traditionell bis hin zu Unterkünften mit Swimmingpool bietet, sind Sie hier richtig. Verbringen Sie Ihren Urlaub in Ruhe, lauschen Sie dem Vogelgezwitscher und den Düften der umliegenden Wälder, träumen Sie Ihre Träume, genießen Sie die schöne Natur.
Lernen Sie neben den Naturschönheiten auch die Gastronomie dieser Gegend kennen. Probieren Sie einheimische Produkte. Struckli, Strudel und Krautzweckle warten auf Sie. Hervorheben möchten wir aber Sagori-Struckli, zubereitet aus feinem Rollteig und gefüllt mit einer köstlichen Frischkäsefüllung, die zu den bekanntesten kroatischen Delikatessen zählen. Nur 30 Minuten von Zagreb entfernt erwartet Sie ein wahres Paradies, das Savasudler Tal und Berge.